Und herzlich willkommen zur heutigen Pfote-Sendung. Ich bin hier heute Obertramin unterwegs auf der Suche nach dem heutigen Thema unserer Sendung, nämlich Spinnen. Ja. Und ich habe schon überall geschaut, ob hier solche sechsbeinigen Freundchen unterwegs sind. Aber ich habe ehrlich gesagt nichts gefunden. Aber es hat ja auch geschneit und es ist ziemlich kalt. Und wahrscheinlich sind Spinnen im Winterschlaf. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber wer das ganz bestimmt genau weiß, das ist der Wolfgang. Und den gehen wir jetzt besuchen. Kommt mit. Okay, hallo. wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Urwald? wo sind denn die Spinnen alle? Oh, vielleicht ist das ja eine grüne, riesige Spinne. Oh, faszinierend. Nein, das ist eine Pflanze. Mal schauen, wo ist er denn? Das ist der Wolfgang. Boah, hallo Wolfgang. Ja, hallo Stefan, hoi. Hallo, was hast du denn hier? Boah, das ist ja voll cool mit den ganzen Lampen und mit den Mikrofonen. Was machst du denn da gerade? Ah, und eine Spinne auf dem Fernseher. Also, ich bin gerade dabei, mein nächstes Video für YouTube zu schneiden über Spinnen. Da kann man dich praktisch im Internet suchen und Spinnenfilme anschauen. Du kannst mich im Internet suchen und Spinnenfilme anschauen, aber auch Schlangen, Parasiten, Insekten, alles, was da so. Alles, was kreucht und fleucht. Alles, was kreucht und fleucht, genau. Ich war ja jetzt gerade draußen und wir haben versucht, draußen Spinnen zu finden, aber es hat ja geschneit und es ist kalt und machen die Spinnen eigentlich Winterschlaf? Die Spinnen machen so etwas wie Winterstarre, also nicht einen richtigen Winterschlaf. Das heißt, sie schlafen nicht so, jetzt wie wir es uns vorstellen, sondern sie bewegen sich einfach nicht. Und wo verkriechen die sich da? In der Regel immer dort, wo sie sicher sind vom Frost. Das kann zum Beispiel in Höhlen sein, unter der Erde, in frostsicherer Tiefe, aber auch unter der Baumrinde zum Beispiel. Oder auch in menschliche Behausungen, in Garagen, Keller und so weiter. Aha, und ich sehe, da hast du auch eine große Spinne auf dem Monitor, aber ich sehe da sonst eigentlich keine Spinnen, aber du hast mir gesagt, du hast ganz viele Spinnen. Wo sind denn die alle? Die Spinnen von mir sind nicht da, sondern in meinem Spinnenraum. Möchtest du anschauen? Ja, da bin ich jetzt gespannt. Okay, bitte. Ja. Spinnenraum. Da darf man spinnen. Ja, hallo, Spinnen. Wolfgang, ich muss ja sagen, ganz ein bisschen Respekt habe ich jetzt schon von Spinnen und den Tieren. Also, ich Angst haben jetzt. Ja, nein, Angst musst du nicht haben. Respekt ist gut, aber Angst brauchst du nicht haben. Okay. Also, das sind alle da hinter dem Glas rein und das sind alles sehr friedliebende Tiere. Okay, und dann schauen wir uns das mal an. Boah, habt ihr das gesehen? Was das für eine Riesenspinne ist? Wolfgang, was ist denn das für eine riesige Spinne? Das ist sicher eine, die Riesenspinne. Die heißt einfach Riesenspinne. Gewaltig. Also, ja, es ist jetzt nicht eine Riesenspinne, es ist eine Tigervogelspinne. Der lebt in Südostasien. Okay, aber Wolfgang, ehrlich gesagt, die sieht ja wunderbar aus und so, aber irgendwie bewegt die sich ja gar nicht. Ist die wohl nicht einfach nur ausgestopft und tot? Nein, die ist nicht ausgestopft und tot. Das ist einfach, weil die Spinnen sehr, sehr ruhig sind. Wir werden jetzt die Spinne füttern, dann siehst du, dass sie nicht tot ist. Okay, muss ich da aufpassen? Nein. Okay.
bin ich gespannt. Okay, also wir haben da so Grillen rein und das sind die Beutetiere der Spinne. Und mit diesem füttern wir sie jetzt einmal. Okay, das schauen wir uns jetzt an. Ist die dann schnell? Sehr schnell. Boah, die ist ja richtig schnell. Boah, die ist ja viel schneller als ein Mensch. So richtig futsch. Huch. Du, aber was macht sie denn jetzt? Jetzt führt sie den Spinnentanz auf. Das schaut so aus, wie wenn sie tanzen würden, nachdem sie ein Beutetier erbeutet haben. Aber was die Spinne jetzt tatsächlich macht, ist, sie spinnt das Beutetier ein und baut sich einen Fressteppich aus Spinnenseide. Sie deckt ihren Tisch. Aber Wolfgang, was wäre denn jetzt, wenn die mich jetzt da so beißen würde? Das ist die giftig? Das ist die giftigste Vogelspinne der Welt, ja. Oh, okay, die giftigste. Und was passiert da, wenn die jetzt da jetzt durch das Glas durchbrechen würde und mich beißt? Also durchs Glas durchbrechen tut sie jetzt nicht da, beißen würde sie die Leib, wenn du sie wirklich extrem ärgerst, wenn du sie festhaltest, wenn du ihr Schmerzen zufügst. Aber ansonsten ist auch die Tigervogelspinne ein friedliches Tier, das jetzt nicht unbedingt in Konflikt sucht. Ja. Wenn die da beißen würde, dann würdest du Fieber bekommen, du würdest anfangen zu schwitzen und du würdest wahrscheinlich Muskelkrämpfe und Schweißausbrüche und so weiter für 1 bis 2 Wochen haben. Aha, ich hätte gedacht, ich würde da sterben, wenn ich da von der giftigsten Vogelspinne gebissen worden wäre. Ja, das ist gut zu wissen. Also nicht mal so giftig vielleicht wie eine andere richtige Spinne. Und was ist denn das jetzt da? Da sehe ich eigentlich nur Laub. Da sehe ich keine Spinne. Ist die vielleicht ganz eine kleine nur? Hm? Na, da ist schon eine durchaus große Spinne drin. Jetzt nicht so große wie du, aber schon so. Jetzt gerade ist sie aber in der Häutungsphase. Das ist eine sehr verwundbare Phase für Spinnen. Und deswegen hat sie sich jetzt da in diese Behausung zurückgezogen und hat den Eingang zu ihrer Behausung mit Blättern verbarrikadiert und hat das alles noch mit Spinnenseide verstärkt. Ach so, das ist ja ganz eine schlaue Spinne, ja? Die macht einfach die Tür zu, ja? Wenn sie nicht gestört werden will, so wie wir das auch machen, wenn wir beleidigt sind. Ja, und wie oft häuten sich denn diese Spinnen eigentlich? Also das kommt auf das Alter der Spinne drauf an. Junge Spinnen häuten sich alle paar Wochen einmal und wenn die Spinne dann erwachsen geworden ist, dann passiert das vielleicht noch 2-mal im Jahr oder so. Und da sehen wir jetzt eine solche Spinnenhaut. Aber beißt mich die jetzt? Nein, also das ist nur die Haut von einer Spinne, das tut gar nichts, die kann schon. Okay. Der kann ich, schauen. Habe ich mich erschrocken? Nein, da passiert nichts. Keine Angst. Kann ich die jetzt anfassen? Ja, da kannst du sie. Ja, ich meine, das macht man ja nicht alle Tage. Wie ist denn die? Die wiegt ja gar nichts. Ist ja ganz leicht. Also im Prinzip fährt die Spinne aus der Haut bei der Häutung. Und was du da siehst, das ist ihr Exoskelett. Das ist im Prinzip wie eine Rüstung, die Spinne anhat. Wow, wie eine Ritterrüstung. Fast, ja. Und 3-mal im Jahr wechsle ich die Ritterrüstung. Cool. Okay. Und was ist denn hier alles noch? Da gibt es doch ganz viele Spinnen zum Anschauen, oder? Ja, da haben wir weitere verschiedene Vogelspinnen, Taranteln, einheimische Spinnen. Okay. Schauen wir uns vielleicht mal irgendeine an, oder? Ja, vielleicht die da. Ja, können wir da aufmachen wieder? Ja, da tun wir jetzt auf. Dann machen wir sie da um. Okay. So, das ist jetzt ganz eine Liebe. Eine Liebe? Ein sehr friedliches Tier. Okay, also die springt jetzt nicht heraus oder so? Nein. Das ist eine Kraushaarvogelspinne und das ist wahrscheinlich die haarigste Spinne der Welt. Okay, aber die müssen wir dann mal zum Friseur schicken, oder? Ich denke, dann wäre sie nicht mehr so lieb. Ja, wahrscheinlich. Du, okay. Und was sehen wir denn da? Das ist ja ziemlich groß eigentlich. Mhm.
Und hat, wie viele Beine hat denn eigentlich eine Spinne? 6, 8? Eine Spinne hat 8 Beine, sofern ihr keines abhanden kommt. Fast alle Spinnen haben auch 8 Augen, 8 Beine und 8 Augen. Auf jedem Bein ein Auge? So. Nein, die Augen sind auf dem Vorderkörper drauf. Aha. Mit denen können sie auch sehen, aber sie sehen nicht besonders gut. Der primäre Sinn, auf den sich die Spinne verlässt, ist ihr Tastsinn. Und er ist so fein, dass die Spinne selbst feinste Erschütterungen wahrnimmt. Also auch wenn jetzt da ein Insekt auf den Tisch, über den Tisch krault, würde es die Spinne wahrnehmen. Okay, das ist ja wirklich sehr interessant zu wissen. Also die Spinne, die hat 8 Beine und sie hat sogar 8 Augen. Ja? Aber wir mit unseren 2 Augen, wir sehen eigentlich besser. Aber dafür kann sie viel, viel besser tasten und hat einen viel besseren Spürsinn überhaupt für Bewegungen und so weiter. Was machst du jetzt? Ich probiere einen auszutern. Okay, ja. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin da schon ein bisschen nervös, aber da ist er. Okay, und da, das ist jetzt nicht gefährlich? Also ich bleibe mal ein bisschen auf Abstand. Also nein, das ist nicht gefährlich. Der ist sehr friedlich. Aber wir haben da hinten weitere Exemplare seiner Art, die ein bisschen unruhiger sein. Aber generell ist die Spinne eher ein Tier, das in Konflikt aus dem Weg geht. Ja? Also es ist auch ein Tier, das lieber eine friedliche Lösung anstrebt. Aha. Okay, dann braucht man die Spinnen eigentlich bei uns zu Hause in den Wohnungen oder im Garten eigentlich gar nicht jagen und zerdrücken und zerquetschen oder so. Das ist sogar schlecht, wenn man das macht. Also die Spinnen sind sehr, sehr nützlich. Sie sind sehr wichtig für das Ökosystem und sie sind auch sehr, sehr wichtig für den Mensch. Und wenn du jetzt die Spinnen alle zermanschen würdest, dann wäre das auch schlecht für dich. Ja. Total ungefährlich. Fast ungefährlich. Wow. Und jetzt können wir noch andere anschauen, andere Charaktere. Jetzt schauen wir uns mal andere Charaktere an. Ich lasse den mal eine wieder, wenn er eine will. Normalerweise geht er eine allem lieber als wir aus. Ja, er fühlt sich heute ganz wohl hier bei dir. Hoppala. So. Oh, das tut nichts. Ja, hast du auch Spinnen, die bei uns wohnen? Ja, eine und die, die auch bei uns wohnt. Aha. Deshalb können wir uns auch kurz anschauen. Ist sie gerade weggelaufen? Ja, nein, da läuft nichts weg. Ah, okay. Und zwar haben wir da eine Kräuseljagdspinne. Eine Jagdspinne? Eine Jagdspinne, genau. Okay. Die sind sehr häufig auch in menschlichen Behausungen. Jagen vielen Leuten einen Schrecken ein, aber sind eigentlich auch nicht wirklich gefährlich. Ja. Die sind nicht gefährlich? Nein, die können zwar auch beißen, wie alle anderen Spinnen, aber passieren tut da nicht viel. Boah, cool, aber Wolfgang, wieso hast du denn eigentlich diese ganzen Tiere hier bei dir? Ja, also erstens, weil sie mich faszinieren und zweitens, weil ich eben die YouTube-Videos mache und die Spinnen treten dann immer wieder in meinen Videos auf. Also sie sind sozusagen die Stars. Ja, und was machst du denn da für Vorführungen dann so? Ja, also verschiedene Sachen. Meistens geht es darum, wenn die Leute zu beweisen, dass Spinnen nichts Schlimmes sind. Dann habe ich zum Beispiel einmal lauter Spinnen in meinem Schlafzimmer freigelassen und dann drinnen übernachtet.
Okay, und die sind dann alle über dich drüber gelaufen und dann hast du sie gegessen? Nein. Okay. Also die haben ja absolut nichts getan. Also, das war auch der Sinn des Ganzen. Ja, also wenn die Leute da in ihrem Schlafzimmer sind und auf einmal Panik haben, weil da eine kleine Spinne ist, dann habe ich halt versucht zu sagen, schau's, ich habe halt mit 50 Spinnen in einem Raum übernachtet und es ist absolut nichts passiert. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass die Spinnen da seien, dann ja, hätte ich es nicht gemerkt. Aha, ich verstehe. Also dein Ziel ist es, sozusagen den Menschen zu zeigen, dass Spinnen gar nicht gefährlich sind und dass man gar nicht so viel Angst davor zu haben braucht, oder? Ganz genau. Boah. Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch für heute vom Pfote. Und vielen Dank, Wolfgang, dass wir hier sein durften und deine faszinierenden Tiere anschauen durften. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Tschüss.